Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollte ich mal mit euch über Falling Down reden. Der kam ja jetzt auf Blu-ray raus. Einer der meist erwartesten Filme, sag ich mal, auf Blu-ray. Und ja, darüber wollte ich mit euch reden, über Play und Pictures, was die bei Facebook geschrieben haben. War ja eine Aussage, was ja viele, oder viele haben echt gefragt. Ich habe es ja auch mitbekommen. Mich interessiert es ja auch. Also es geht um Falling Down, wie gesagt, da kam jetzt in zwei Media Books in so einen kleinen, also Blu-ray-Größen, nicht jetzt Cape Light neben das Media Book, das sind ja die größeren und Play-On macht ja diese kleineren, dicken. Das Falling Down ist jetzt nicht so dick wie High Tension, da kam ja auch jetzt. Wäre auch noch ein Thema, High Tension. Ist ja jetzt uncut, aber wie gesagt, vielleicht komme ich gleich noch dazu. So, erstmal um Falling Down gehen, den kam mir jetzt endlich auf Blu-ray raus, weil die so einen Warner Bros.-Stil hatten, den noch nie einer hatte, mit 50 Katalogtiteln. Kommt der jetzt auch Maverick mit, wem war's? Mel Gibson. Das war irgendwie so ein Film über Poker. Ich kenne den nicht. Ja. Ich habe wirklich nur durch Nico, Grüße gehen raus, damals was gehört, dass er sich den auf Blu-ray wünscht. Ist eigentlich dasselbe in Grün, der kommt nur als Mediabook in so einen kleinen und wird er nicht als MOA. Und es soll darum gehen, nicht geplant. Ja, darum soll es heute gehen. Eine MOA-Version von Falling Down ist nicht geplant. Ja. Also, ich weiß das Konzept nicht, was hinter Play-On steckt. Wie gesagt, das soll auch kein Gebäsche oder kein Hate an Play-On sein. Ich hab ja wirklich nichts gegen die. Ich verstehe nur nicht ihre Veröffentlichungspolitik, weil es gibt Filme, die gab es als Mediabook und da kam einfach nichts mehr. Wenn man da bedenkt, NSM, ne? Ich hatte letzten Sonntag NSM-Video und da kommt, wenn das nach Abverkauf des Mediabooks manchmal noch nicht mal weg ist, kommt da schon Blu-ray in Keepcase. Oder auch bei Cape Light, da kann man aber wegen die 4Ks auch rumstreiten. Aber finde ich echt blöd mit ihrer Strategie. Jetzt werden viele denken, ja, das ist nur eine Masche, dass man das Mediabook kauft etc. Übrigens habe ich mir das auch bestellt in der 3 für 2 Aktion. Konnte man ja auch Vorbesteller nehmen. Ich habe da wirklich richtig, richtig viele Vorbesteller genommen. Ja, ich habe es bisher noch nicht bekommen. Ich glaube, das wird auch nicht mal kommen. Man kann ja nur Cover B nehmen. Cover A ist ja Play und Shop exklusiv. Und Cover A kann man, oder ich weiß nicht, ob es umgedreht war. Keine Ahnung. Ich glaube, Cover B ist nur im Handel erhältlich und Cover A, das bekommt man im Play und Shop. So. Ich finde es wirklich bescheuert. Wie gesagt, das ist ja auch wieder ein anderes Thema mit dem bestellt und die haben wieder zu viel Bestellungen angenommen. Viele werden sich das genommen haben für, ich bezahle jetzt quasi 19 Euro im Mediabook und da kannst du wirklich nicht meckern. Aber wie gesagt, wenn ich es kriege, wenn nicht, dann habe ich es halt nicht, kann ich nicht ändern. Und genau deswegen wollte ich noch sagen, viele denken jetzt, ja, es ist nur so eine Masche, dass man das Mediabook kauft. Wartet das mal ab, ich habe da auch noch ein paar Beispiele. Die es auch nur als Steelbook oder Mediabook gab, wo ich auch dachte, warte ich ab. Zum Beispiel das Ende, ja, das Remake mit Lawrence Fishburne und wer war es noch? Ethan Hawke. Gibt es ja das Original, das Ende, Assault on Precinct 13. Heißt auch nicht, wo das Mediabook. Mittlerweile kriegt man den Film nicht mehr auf Blu-ray, also Mediabook ist ausverkauft. Es gab auch keine MOA, genauso wie den Film mit Kurt Russell, Star for Soldier. Habe ich auch als Steelbook. Gibt es auch nur als Steelbook? Ich glaube, ja, als Mediabook gab es den auch. Damals in zwei Cover-Varianten. Es gab nie eine MOA-Variante von dem Film, ja. Es gibt wirklich, ich weiß jetzt leider keine Beispiele weiter, aber es gibt wirklich viele Filme, die nicht als MOA bringen. Deswegen ist es echt scheiße eigentlich, finde ich. Ich weiß nicht, warum mir hätte da auch echt eine MOA reicht von dem Film. Der Film ist geil, aber ich bin nicht so Fan, sagen wir mal, von die Player- und Mediabooks, ja. Aber es ist echt schade, dass die so eine komische Politik machen, ich weiß es auch nicht, warum. Ja, weiß ich nicht, ja, kann ich wirklich nicht sagen, aber es wäre wirklich nicht schlimm gewesen, eine Keepcase rauszubringen. Genauso jetzt hier um Maverick können wir ja auch noch reden. Da kommt ja jetzt auch als Mediabook raus, wieder in diesen kleinen, richtig dicken, meine ich. Kommt auch wahrscheinlich, also zum Start auf jeden Fall kein MOA und auch, wie ist der nochmal jetzt hier, von den vier Franzosen. High Tension, ja, da kommt ja jetzt auch, ich glaube jetzt die Woche raus, 4K plus Blu-ray. Meine Fresse, hätten sie eine Blu-ray rausgebracht, ich hätte die, glaube ich, die auch gekauft, weil
Ich würde den Film endlich mal sehen, Uncut. Es gab nur NSM-Mediabooks und jetzt kommt wieder nur ein Mediabook. Ach, also das mit den Mediabooks, das macht mich wirklich wirr im Kopf. Weil ich weiß nicht, worum muss alles im Mediabook? Alles nur, ja, ich weiß, jetzt kommen wieder die ganzen Verpackungssammler. Du bist ja auch kein richtiger Filmsammler, du sammelst nur MOAs und ja, komm, ich bin kein Sammler, ich habe nur 4000 MOAs. Ich bin auch kein richtiger Sammler, ja? Wer, kann man Sammler sein, wenn man nur MOAs sammelt? Nein, kann man nicht. Also wer jetzt zuguckt und nur MOAs hat, der könnte kein Sammler sein. Nur wer Mediabooks und Steelbooks hat, der ist ein richtiger Filmsammler. Aber auf jeden Fall, war ja nur jetzt Spaß natürlich von mir, aber alles im Mediabook. Ich kann mir das vorstellen, warum. Die Rechte werden teurer sein. Und ja, wenn man dann nur eine MOA für 15 Euro höchstens rausbaut für so einen alten Film, wird sich das nicht rentieren. Aber man nehme Beispiel NSM Cape Light. Menschen machen es doch auch immer. Auch, aber auch bei Filmen, die doch eh ausverkauft sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die bei Das Ende oder Star for Soldier keine Rechte mehr haben. Also, das glaube ich jetzt nicht. Warum die das machen? Ich weiß es wirklich nicht. Kann ich wirklich echt nicht sagen. Ne? Ich finde es nur bescheuert, sag ich mal. Und das war auch ein bisschen gut. Wenn ich jetzt das Mediabook krieg, behalte ich es natürlich. Ja, für 19 Euro ist das okay. Mein MRA.de 15 Euro gekostet. Aber ich finde es trotzdem kacke, was die da machen. Für 30 hätte ich es nicht geholt, muss ich ehrlich sagen. Für 30. Ich mag diese Mediabooks nicht so, ist mein persönliches Empfinden. Ja. Man darf ja noch seine Meinung äußern. Aber Menschen, MRA hat es da auch erreicht. Genauso High Tension. Sonst ist doch immer so, es kommt ein 4K-Mediabook und eine Blu-ray. Hier natürlich nicht, das war ja klar. Genau. Bei dem Film, wo ich gesagt hätte, komm, ich hole mir nur die Blu-ray, weil ich habe hier Inside und Frontiers in die normale Blu-ray. Martius fehlt mir noch. Der ist auch von NSM oder es gibt noch französische Version mit deutschem Ton, die muss ich mir auch mal noch besorgen. Hätte ich ja mal alle gehabt, aber es gab ja von High Tension noch nicht mal eine MRA in Deutschland. Es gab wirklich nur von NSM dieses Mediabook, was richtig teuer ist, wo die Bildqualität scheiße ist, aber jetzt soll, wie ich gehört habe, die richtig gut sein. Also die haben wirklich gutes Master gemacht. Wie gesagt, das soll ja auch nicht gegen Play und ich habe ja auch nichts gegen gegen die Firma oder so. Ich habe ja sogar gute Videos gemacht, ja, dass die ganzen Sony-Filme rausbringen, ja, oder jetzt hier auch mit Panic Room etc. Dass vielleicht das auch von kommt von denen. Aber ich finde es echt scheiße. Also ich weiß nicht, warum die das so machen. Man könnte ja auch so machen, ja, wie gesagt, nach Abverkauf des Mediabooks eine MOA rausbringen. Ich weiß es nicht, ja. Es muss wahrscheinlich dahinter irgendwas stecken. Was? Das weiß ich nicht. Mir reichen eigentlich die immer als MOA, sag ich mal. Ja? Also mir reichen die Filme immer als MOA. Ich brauche eigentlich keinen Mediabook-Schnickschnack. Man ist aber meistens dazu gezwungen. Wie gesagt, auch bei Maverick, da könnte man sagen, ja, da holt ihr doch die DVD, die uralte, ja. Aber die ist auch schon schweineteuer und dann uralte DVD im Bild. Und ich habe Falling Down auch noch hier als DVD. Ich sag mal so, für das Alter, so schlecht ist das Bild nicht. Ja. Habe ich ja vor 2 Jahren erst gekauft und quasi nochmal geguckt, beziehungsweise zum ersten Mal. Ich habe den jetzt schon zweimal geguckt. Und ja, also ich finde es wirklich blöd, aber da kann man wahrscheinlich nicht hinterstecken, was von einer Strategie, die machen wahrscheinlich gar keine, ja. Und es haben aber auch so viele gefragt. Ja. Also es ist jetzt nicht nur das eine fragt, nein, nicht geplant, kommt immer, nein, es ist ein MOA-Version, ist nicht geplant, ja. Dann schreibt man noch MOA Fragezeichen drunter, Mediabook Ausrufezeichen. Also das ist bei mir so eine, da blicke ich nicht durch, wirklich. Also ja, was soll ich dazu noch sagen? Ja? Also wie gesagt, mal gucken, ob ich es noch kriege, das Mediabook. Wenn nicht, ist mir auch egal. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass da nicht mal eine kommt. Also gerade bei den Filmen, das ist einfach ein Kultfilm. Es ist sowieso eine Frage, eigentlich eine Frage gewesen, warum der überhaupt noch nicht kam. Also Warner ist auch scheiße. Den interessiert ihre alten Filme gar nicht. Bringen nur den neuen Kram. Obwohl ja auch immer ältere Filme wie auch Lost Boys oder Poltergeist in 4K kommen. Die schon auf Blu-ray gab, da weiß ich auch nicht. Da hätten sie doch auch gut. Jetzt ein 4K-Master haben sie jetzt nicht gehabt vom Falling Down. Haben sie ja geschrieben, es gab keinen 4K-Master, sonst hätten sie wahrscheinlich auch gleich eine 4K gebracht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also, es ist wirklich Leid eines Sammlers, sag ich mal. Und ja, kann man halt nicht ändern. Wie gesagt, könnte man sagen, wie steht ihr dazu? Wartet ihr auch auf eine MOA?
Habt ihr auch gesagt, ihr wollt lieber eine MOA anstatt das MediaBook? Ist auch ziemlich teuer, muss ich sagen. 30 € für das, dass es nur eine Blu-ray in so kleinen MediaBook ist. Ja, es ist halt für die ist es ein normales MediaBook, aber es ist halt wieder mit der DVD, die kein Schwein mehr braucht, denn die DVD noch. Ja, ganz ehrlich. Es gibt da immer so Dinge, die auch sagen: Ja, aber wer jetzt nur DVD gucken kann und MediaBook sammelt, mir wird doch kein Schwein erzählen. Wenn einer das macht, schreibt es in die Kommentare, ich will es wissen. Wenn einer dabei ist, der nur DVD abspielen kann und Mediabook sammelt, das will ich wissen. Er kauft sich für 50 € Mediabook, sag ich mal von Nameless, und kann nur DVDs abspielen. Ach, das glaube ich nicht. Genauso jetzt hier mit Nameless, ja. Das habe ich mal hinten dran noch mit Nameless, ja. Das schreibe ich jetzt nicht in den Titel, es geht nur um Falling Down, so. Aber. Wahnsinn! Ich habe mir das Video vom Bundesfilmanstalt angeguckt. Ich hatte einen köstlichen Abend. Ich saß hier, ich konnte nicht mehr. Also wirklich, was da, was da passiert ist. Bitte I Spit on Your Grave Collection. Habt ihr das gesehen? Wenn nicht, guckt euch das Video an, guckt bei Bundesfilmanstalt auf den Kanal. Was da, also das war wirklich Hammer gewesen, das Video. Auch jetzt mit dem Update und so. Also ich frage mich sowieso, wenn mich quasi Mediabook, die kriegen Mediabook und haben einen Preis, UVP-Preis von 140, 150, sagen wir 150 so. Und dann bieten es die an, die Shops, die ganzen österreichischen Shops, die Nameless darf es ja nicht, Nameless darf es ja nicht reinstellen bei ihrer Facebook-Seite, weil die noch indiziert sind, beschlagnahmt, keine Ahnung. Ja. Ich habe ja auch hier diese Uncut-Videos gemacht. Ich habe noch keinen Ärger bekommen von YouTube. Weiß ich nicht. Aber man darf ja auch keine Werbung machen. Aber dass die Shops die dann reinhauen für 200 €, das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. 200 € für ein Mediabook. Ja, es ist wattiert, es sind wo alle fünf Teile drin. Den letzten, den man eh in der Krabbe Christi kriegt, Déjà-vu, da ist ja eh ein Cut ab 18. Aber es ist auch eine Vergewaltigungsszene dabei. Wundert mich echt, dass der ab 18 ist. Aber. Darum soll es gar nicht gehen. Ich habe Teil 1 und 2 von den Remakes da. Teil 3 hatte ich noch nicht. Teil 3 habe ich mir damals noch in die Videothek ausgeliehen, wo es noch Videotheken gab. Und habe ich geguckt, Uncut hatte der den, ihr habt einen Schuber hier von Illusions und so. Hat mir nicht so gefallen, deswegen reicht den nicht. Ich werde mal irgendwann mal holen, wenn ich mal auf einer Börse bin oder irgendwo, wo ich eine Chance habe, den zu kriegen. Aber nee, 150 € wäre ja schon. Nee, aber 200 €, das muss man sich vorstellen. Ja, das Mediabook ist wattiert und auch wieder 5 Blu-rays und es sind 5 DVDs drin. 5 DVDs, holt sich das DVD-Sammler, also holt sich das Mediabook auch einen DVD-Sammler, der schreibt es auch unten rein. Ich will es wissen. Seid ihr DVD-Sammler und holt euch das Mediabook für 200 €? Das ist doch nicht normal, also die Preise. Also es gibt wirklich welche, die kaufen das. Das ist eben schon hier Cover B, dieses schwarze war das Cover B, ausverkauft. Ja, und ich weiß jetzt nicht, welcher Shop, ich sage mir jetzt keine Namen, aber der hat es dann noch für 170 gemacht und dann noch hinterher für 200. Ja. Oder erst 200, dann 170, das eine Cover ist wieder hoch auf 200. Also da muss man echt nichts mehr drüber sagen. Ja. Also ausbeuten kann man den Kunden nicht noch mehr, sag ich mal. Ich dachte immer, der Kunde ist König, ja, aber nee. Nee, sag ich. Das ist wirklich traurig geworden eigentlich, was ich sag mal aus der Sammlerszene passiert ist und es geht nur noch um Mediabooks. Ach, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, jetzt rede ich hier schon eine Viertelstunde, ich mache gleich aus, aber das ist so, ich weiß nicht, es ist nur noch Mediabooks. Es geht gar nicht mehr um den Film, Hauptsache Mediabook. Ja. Also, wie gesagt, ich kenne auch welche, die kaufen sich ein Mediabook, ich sag so, ey, den Film fandst du doch scheiße. Ja, egal, Hauptsache Mediabook. Da denke ich mir so. Ja, wo sind wir gelandet? Ja, egal, der Film ist scheiße. Ja, egal, Hauptsache Mediabook. Ja, und da fehlen mir echte Worte. Das hat nicht mal mit Filmfans für mich zu tun. Ja, wie gesagt, soll sich jeder kaufen, was will, sollen sich beide Cover-Varianten holen. Mir scheiße, ja, ich kaufe es nicht, aber nee, also wie gesagt, es geht nicht mal um Filmfan, dem wird ja auch eine MOA reichen. Also mir, ja, aber. Keine Ahnung, wie gesagt, und ja, jetzt bestehe ich ja kurz vor den 700 Abonnenten auf jeden Fall erstmal. Dankeschön. Ja, es fehlen noch 4 Stück, aber ich muss mal gucken, was ich da, ob ich da überhaupt ein Special mache. Bei 600 habe ich ja die Filmsammlung gezeigt.
Ich muss mal gucken, was ich da mache, ob ich da einen Livestream mache oder irgendwas. Weiß ich jetzt tatsächlich noch nicht. Aber auf jeden Fall schon mal Dank an die 25 neuen Abonnenten der letzten 28 Tagen. Freut mich auf jeden Fall. Und ja, mal gucken, was es da geben wird. Ob es da was geben wird, mal sehen. Aber ich lasse mir wahrscheinlich was einfallen. Und ja, freue mich auf jeden Fall. Ja, fehlen dann noch 300, da habe ich die 1000. Wahnsinn. Also ich bin, wie gesagt, ich bin zufrieden. Ja, freue mich echt über jeden einzelnen Abonnenten. Und ja, so, das soll es aber dann jetzt echt gewesen sein. Vor der Stunde habe ich jetzt gelabert. Aber schreibt mal eure Meinung unten rein. Findet ihr das auch, dass das echt nicht so weitergeht mit dem... Ja, was heißt nicht so weitergeht? Es geht sowieso weiter. Aber immer dieses nur Mediabook und entweder holt man es sich, ja, teures Geld, oder man scheißt drauf und holt es nicht. Und noch einen Punkt habe ich, ja, nämlich, ich mag die, ich habe auch nichts gegen die, aber ich verstehe die Politik da auch nicht. Die Wrong Turn Collection, ja, das war ja schon so eine Nummer, 100 Euro, 6 Filme, okay, das ist schon schweineteuer. Jetzt kommt noch der Kracher. Hostel, ja, ich habe ja das die Mediabooks nicht gekriegt, man kam ja da nicht durch, ich habe ja hier gemacht am PC, aber es ging dann nicht, ja. Und jetzt kommt eine Emory raus, wo jeder die verpasst hat. Ja, ihr habt jetzt die Möglichkeit, eine Emory zu kaufen mit 1 bis 3. So, ich habe ja schon Teil 1 und 3. Übrigens, ja, ich mir damals auch aus der Videothek geholt. Teil 3 kam damals, ich glaube, der kam nicht im Kino. Ich weiß gar nicht, kamen die anderen im Kino, wenn dann ja auch nur geschnitten. Teil 3 kam als Spirit Car, your Sony, mit Vermietrecht habe ich noch die Blu-ray. Habe ich mir damals gekauft und den ersten habe ich mir auch in der Videothek gekauft, bin ich sicher, ja. Deswegen habe ich die beiden noch Uncut. Teil 2 gab es ja nur mal auf DVD Uncut und als Blu-ray nicht. Jetzt gab es ihn ja als Blu-ray mit dieser 7 Sekunden, wo diese Frau in der Badewanne und noch mit den Schwert macht, Szene, ist dabei. Es kommt die kommen nicht einzeln, nur als Trilogie. Und die drei Filme in einer Box mit quasi nur die drei Blu-rays in einer Amway kostet 60 Euro. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, also, mir fehlen die Worte. Ne? Hätte ich das gewusst, hätte ich mir eigentlich auch doch eigentlich den zweiten Teil einzeln geholt für 40, 45 Euro, wäre ich besser weggekommen. Aber ich gehöre mir doch jetzt nicht wegen dem zweiten Teil jetzt so einer Box. Also, das ist doch echt bescheuert. Gut, ich verstehe es, dass vielleicht nicht einzeln kommt, aber diese scheiß Uncut-Filme sind so schweineteuer. Ich verstehe es nicht, auf der Börse oder woanders kriegst du die noch hinterher schmissen, auch hier Uncut-Filme, The Collector zum Beispiel habe ich ja auch gekauft, billig, und im Internet kriegt man die einfach nicht. Ich sag nur hier Terrifier Medienversand hatte den nochmal für 60 Euro drin, die MRA, 60 Euro, ich habe auch 22 bezahlt, 22, das ist auch eine Hausnummer, aber also, das ist auch sowas, die Preise für die Uncut-Filme. Wie gesagt, jetzt bin ich aber auch wirklich durch, 18 Minuten habe ich hier gequatscht. Und ich schreibe hin wegen den Film und noch andere Themen. Ja? Wegen, ja, weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, ich bin schon ganz durch. Die Hitze macht euren Ohren zu schaffen. Ich habe jetzt auch keine Sonntagsvideos vorgedreht. Ich habe hier einen Haufen Zeug liegen, aber mir fehlt echt die Muße. Es ist warm, ja. Ich habe jetzt das Video noch gemacht, das kommt jetzt, mache ich Donnerstag, also morgen, also ich mache es heute Mittwochabend hier, ist noch helle, aber mir hat jetzt einfach so die Musi fehlt. Ich habe auch noch 4K-Update, das auch noch, das kommt dann auch nächste Woche, ich werde es dann nächste Woche drehen, ich denke mal Montag, Dienstag, wenn es ein bisschen kühler wird, bis Sonntag soll es ja noch warm bleiben, aber oh, bei der Hitze, die Buden sind offen, ich habe wirklich echt keinen Bock, muss ich ehrlich sagen. Aber das Video hatte ich jetzt Bock. Aber mit den Updates sind 8 4K-Filme gewonnen. Ja. Das letzte war ja Ende Juli. Ja, habe ich ja erzählt. Aber ich habe ja gesagt, wenn nichts kommt, kann ich auch nichts zeigen. Und es waren nur ein paar. Und waren auch nur, weil ja Thalia diese 5,99 Euro 4Ks hatte. Da hatte ich auch nur 3 gefunden. Ich hatte die anderen schon alle. Und bei der 3 für 2 habe ich noch 2 Tom Cruise-Filme 4K. Und ich weiß gar nicht mehr. Es sind noch, wie gesagt, es sind 8 Filme. Einfach mal gucken, guckt da mal rein, nächste Woche sind ein paar Sachen, ein paar coole Sachen auch, aber mehr habe ich jetzt nicht gefunden, ich bin noch jetzt so bitte ein bisschen mehr auf Blu-ray-Hunting, aber so viel Zeug, wie ich habe, ich glaube, da bin ich bis November erstmal bedient, ja. Und ob ich dann wieder so Weihnachtswochen mache, muss ich mal gucken,
Das war jetzt noch nicht kennt. Ich habe immer jetzt so 7 Tage Weihnachtsupdate, die macht. Bei mir kommt ja sonst immer Sonntag. Also Samstag 20 Uhr ist Update. Und mal gucken, wie ich das dieses Jahr mache, weiß ich auch noch nicht. Aber wir haben erstmal August. Ja, dann würde ich sagen, schreibt mir eure Meinung unten rein zu den Themen oder zu was ihr was schreiben wollt. Und ja, da wollte ich sagen, bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder rein. Und ja, wollte ich sagen, ciao und bis demnächst.